Ja, dann würde ich gleich mal losstarten. Vielen Dank. Und zwar unser Thema ist jetzt, warum bringt uns virtuelle Präsenz nicht weiter? Und was das Lernen und Lernen im virtuellen Raum besser machen kann. Und da bringen wir ein Fallbeispiel aus einem Modul, das wir letztes Jahr im April, also im Mai und Juni bis Ende August eigentlich durchgeführt haben. Und ja, kurz über uns. Wir arbeiten an der Donau-Universität Krems am Department für Weiterbildungsforschung und Bildungstechnologien und haben eben gemeinsam dieses Modul entwickelt. Ich war die Designerin und gemeinsam im Peer Review mit Stefan Oppel, der informatische Fachexperte war, haben wir dieses Modul entwickelt. Und ja, aber zuerst mal, ja, was ist denn eigentlich jetzt so nach einem Jahr Covid-19? Wie ist so die Stimmung? Und da lässt sich schon so ein bisschen ablesen. Letzte Woche, glaube ich, ist es das Kommentar rausgekommen, im Standard von einer Studierenden, die, glaube ich, auch als Tutorin auch tätig ist, der Uni Wien. Und da hat sie sich beschwert darüber, dass diese provisorischen Lösungen, die letztes Jahr da umgesetzt worden sind, noch immer da sind und dass man aus dem Provisorium irgendwie nicht mehr richtig rauskommt in eine wirklich qualitativ hochwertige Online-Lehre. Und dass man da endlich mal was auf die Beine stellen muss. Ja. Also da gibt es schon sehr viel Frustration auch bei den Studierenden. Und ja, schauen wir uns das einmal genauer an, was wir da eigentlich dagegen machen könnten. Und vor allem auch, was vermisst man denn jetzt eigentlich? Was war so der Vorteil vorher von früher von Präsenz? Das ist zum einen halt der Austausch, der direkte Austausch mit den Peers, mit den Vortragenden. Die ganzen Medien waren vertraut, vorhanden. Das didaktische Setting an sich war vertraut. Man weiß eigentlich, von was man sich erwarten kann, wenn man die Lehrveranstaltung geht, auch erwarten kann für den Lehrprozess, für den Lernprozess. Und da kommt auch sehr viel rüber durch den Raum an sich, in dem man sich bewegt, durch die Gestik, durch die Mimik. Also die ganze nonverbale Kommunikation fällt ja bis zu einem gewissen Grad flach, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Dann natürlich das ganze Unimaterial, die Infrastruktur, die Geräte, Werkzeuge, Labor und so weiter. Das kann man nur bis zu einem gewissen Grad natürlich reproduzieren online. Vielleicht schon ein bisschen simulieren oder so auch, aber gewisse Dinge, zum Beispiel ein 3D-Drucker, der steht vielleicht nur an der Uni. Ja. Und da muss man sowieso andere Lösungen finden, auch während Covid-19. Und dann natürlich ist auch dieser regelmäßige Austausch, diese Kommunikationsanlässe, die institutionalisiert sind durch die Lehrveranstaltungen. Also das sind so Dinge, damit kann man rechnen, damit konnte man rechnen. Und hat man die jetzt noch immer? Das ist die Frage. Also sehr oft, gerade am Anfang, wurde dann einfach mal 8 Stunden lang durchgezoomt, hardcore. Am Anfang ging es auch nicht anders. Also da war man froh, dass man den Zoom-Zugang hatte oder so. Aber im Endeffekt ist das nicht wirklich zumutbar, den Lernenden nicht zumutbar, auch den Lehrenden nicht zumutbar. Und ja, und da gibt es auch, da habe ich verlinkt. Ich werde nachher die ganzen Links scheren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt zum Chat Zugriff habe, sonst hätte ich gleich den Standardartikel auch geteilt. Aber bevor ich da jetzt irgendwie lange mal dumm tue, ich teile die Artikel nachher, ja, im Chat noch einmal. Das ist nämlich ein ganz spannender Blogpost auch zu dem Thema, wieso man da so müde wird. Ja. Und ja, die Frage ist, virtuelle Präsenz, bewährte didaktische Konzepte und Zoom und dann ist alles wie immer, ist halt irgendwie, geht nicht so ganz auf, diese Rechnung sozusagen. Ja, weil das einfach nicht die richtigen Medien sind, nicht das richtige Tool ist Zoom, um das alles abzudecken, all diese Kommunikationsprozesse, die da stattfinden und der Lehrprozess normalerweise auch, ja, oder überhaupt braucht. Ja. Und die Frage ist, wie kann man jetzt diese virtuelle Lernumgebung so bauen, dass das ein bisschen besser dem entspricht, was man braucht, wie man kommunizieren muss in so einem Lernprozess, wie man lernen kann überhaupt. Ja. Und dafür haben wir dann die Synchronizität analysiert, sprich, wir haben uns die Mediensynchronizitätstheorie angeschaut und da ist nämlich so, da schau mal genau an, was ist das für ein Kommunikationsprozess und wie muss der am besten synchron stattfinden, sprich alle sind da gemeinsam da am gleichen Ort sozusagen und diskutieren etwas oder ist es etwas, ein anderer Kommunikationsprozess, wo man eher aufnimmt. Ja, also man spricht da von Konvergenz und Informationsübermittlung. Die zwei Prozesse gibt es da. Und dann kann man sich dann überlegen, je nachdem, was für ein Kommunikationsprozess das ist, überlegt man dann, welches Medium passend ist.
Und das hilft uns auch sehr, sehr eigentlich ein Konzept, das kommt ursprünglich eigentlich auch aus dem Projektmanagement, aus der IT eigentlich, die MST, ja. Und ich sehe gerade, da kommen im Chat andauernd Kommentare rein. Ich hoffe, ich verpasse da nichts, weil ich sehe das gerade. Zum Thema WebEx bin ich leider nicht so fit. Auf jeden Fall, In wenn der es was gibt, Mitte, gerne auch einfach aufzeigen oder einfach sprechen, gell? wenn du über diese Freigabe gehst, kannst du den Chat ausploppen Ah, jetzt und habe auf einen ich's. zweiten Bildschirm schieben. Wunderbar, ich habe schon, Okay, ja, genau. passt. Dankeschön. Bitte. Genau. Okay, passt. Da glaube ich eh. Also ansonsten bitte auch einfach nur unterbrechen, ja, wenn Sie eine Frage haben oder irgendwas einfach nur kommentieren möchten. Also das heißt, wir haben uns die Kommunikationsprozesse genauer angesehen und was da für ein Medium eigentlich notwendig ist oder vor allem unterstützend ist für das Ziel, das man erreichen möchte. Und das hilft uns eben auch sehr, wenn wir Online-Lehre gestalten wollen, Online-Lernen und Lehren gestalten wollen. Und da haben wir schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, wir haben das ganze Modell auch vorgestellt bei der DGPH letztes Jahr. Also wenn es interessiert, kann da auch noch einmal reinschauen und genauer schauen, was es damit auf sich hat, welche Struktureigenschaften eigentlich Medien haben und was das für welche Folge das hat eigentlich für die Wahl. Ja, aber jetzt mache ich jetzt quasi ein bisschen komprimierter jetzt in diesem Fall. Also diese zwei Kommunikationsprozesse schauen wir uns an. Einmal Konvergenz, das heißt, man möchte ein Shared Understanding in einer Gruppe erreichen und das andere ist Informationsübermittlung. Sprich, da wird etwas in das mentale Denkmodell, das man hat, integriert. Dazu nimmt man einmal auf, da braucht man Zeit, da wird man nicht direkt synchron antworten zum Beispiel. Schauen wir uns einmal an, was wir gemacht haben im Bildungstechnologie-Modul. So. Und zwar, das ist das erste Modul gewesen im Masterlehrgang E-Education. Und das heißt, das war ein Einsteigermodul auch. Ja. Also die haben sich nicht gekannt. Durch Covid konnten sie sich auch echt nicht kennenlernen. Und sprich, die Lernenden-Community war dann nicht etabliert in dem Zeitpunkt. Ja. Übrigens haben wir auch ein paar Studierende da. Also ich hab ein paar Studierende auch eingeladen und es sind auch ein paar vertreten. Also bitte, liebe Studierende aus dem Modul, Sie können mir auch gerne irgendwie etwas hinzufügen, wenn Sie möchten. Ja. Und der Startpunkt war, ich habe da auch so eine Podcast-Episode aufgenommen zu dem Start auch während Covid-19. Es gab da diverse Gruppen von Studienanfängerinnen, echt von 25 Jahre alt bis 55 Jahre alt war da alles dabei. Und der Stefan Oppel und ich haben dann quasi das relativ spontan und agil planen müssen, weil ja noch gar nicht klar war, ob man das so umsetzen können. Also Blended Learning wäre das Setup gewesen ursprünglich. Und da muss man sich jetzt überlegen, gut, wie kann man das jetzt virtuell machen, wenn das dann gar nicht möglich ist. Und vor allem ist es dann auch ein gewisses Korsett. Die Online-Lehre hätte man vielleicht von vornherein anders designt, ja, als wie ein Blended Learning-Format. Und wie man das quasi umgeht, diese Format Probleme eigentlich, das werde ich gleich noch ein bisschen auch erklären. Und ja, was wir gemacht haben, ich habe jetzt ein Beispiel rausgeholt, ja, also von einem Lernergebnis am Anfang haben wir uns angeschaut, dann haben wir uns angeschaut, welche Aktivitäten und Kommunikationsprozesse sind notwendig, damit man dieses Lernergebnis erreicht. Danach haben wir überlegt, welche Funktionen braucht das eigentlich im Tool, damit man diese Kommunikationsprozesse und Aktivitäten durchführen kann. Und danach haben wir überlegt, na, welche Werkzeuge, Plattformen können da passen. Ja? Also da haben wir zum Beispiel jetzt, die Lernenden können den Aufbau eines didaktischen Designs beschreiben. Da haben wir uns die Aktivitäten überlegt, die müssen auf jeden Fall relevante, also ganz Anfangslernergebnis ist das, gell, ja. Müssen relevante Literatur zuerst lesen, dann beschreiben sie vielleicht ein Praxisbeispiel und dessen didaktischen Aufbau. Aber da wird man vielleicht noch ein paar Fragestellungen haben, nicht ganz sicher sein, wie das geht. Da braucht man auf jeden Fall sehr viel Prüfen des eigenen Verständnisses, Peer-Feedback auch mit anderen. Wir haben da Multiple Choice eingebaut, Fragen für die Literatur, aber genauso auch Austauschmöglichkeiten online mit den Peers. Und dann eben haben wir gewusst, na gut, wir brauchen irgendwie, müssen wir die Literatur bereitstellen. Es braucht einen Diskussions- und Austauschraum, eine Abgabefunktion, Kommentarfunktion wäre auch nicht schlecht. Ja? Aber nicht nur Abgabe an uns, sondern auch untereinander, damit die auch untereinander befeedbacken können. Ja? Also das sind die Hauptfunktionen jetzt nur für diese Lernergebnisse. Es gab mehr Lernergebnisse als das. Also es gab ein übergeordnetes, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ja? Das übergeordnete Lernergebnis des Moduls war nämlich,
Die Lernenden können eine informierte Auswahl an digitalen Werkzeugen und Funktionen für ein didaktisches Setting treffen. Das ist witzigerweise ja eigentlich genau das, was ich jetzt auch vorstelle. Ja. Also es war quasi das Modul an sich, das Moduldesign an sich hat als Role Model gedient für die Studierenden, um quasi zu sehen, wie das wirkt, wenn man das richtig anwendet, sozusagen. Also das war auch mit bewusst komplett durchdesignt dadurch. Ja. So, und genau, und dann haben wir überlegt, der passt, Ethical Rice nehmen wir da, weil da kann man den Content gut bereitstellen, eine Art interaktives Skriptum gemacht mit Multiple-Choice-Fragen und so weiter und so fort. MetaMost, das ist so eine Art Open-Source-Version von Slack, ja, haben wir benutzt. Padlet haben wir benutzt, weil da kann man halt gut Dinge raufladen und auch kommentieren, ja, die Funktion da drinnen. Und Moodle eben die Endabgabe oder so, man dann mit Moodle geht. Gehandelt und auch die Benotung dann, ja, wenn es nicht nur formatives Feedback war. Und dann sieht man so ein bisschen den Ablauf jetzt von dem Modul am Anfang. Wir haben das klassische Blended Learning Format benutzt, ja, weil wir halt nicht gewusst haben, vielleicht kann man es ja eh, hätte man es ja eh face-to-face anbieten können. Also das war schon das Grundsetup, das war das Blended Learning Format mit einer Vorphase, dann haben wir die Präsenz und dann haben wir die Nachphase. Und jetzt haben wir schon eine Vorphase. Ich habe jetzt nicht nur irgendwie Literatur bereitgestellt, sondern da war schon sehr viel, da waren Aufgaben, da haben die Studierenden auch sehr viel interagiert, da hat sich die Lernenden-Community etabliert, auch durch Bonuspunkte beim Feedback geben oder so. Ja? Also das war ganz, ganz wichtig, diese Vorphase, damit die überhaupt einmal generell das Ganze, also die kognitiven Prozesse verstehen und anwenden, wurden da gefördert. Ja? Und eben diese Online-Sozialisation, damit man damit die Basis für die virtuelle Präsenz schafft, in der dann wirklich vertieft wird. Da wird nicht nur verstehen und anwenden, sondern auch analysieren und evaluieren als kognitive Prozesse angesprochen. Ja. Und das kann man nicht, da kann man keinen Cold Start machen. Da ist es notwendig, dass man das vorher anbahnt. Ja. Und es hat sich auch gezeigt, dass sehr viele Studierende ein vertieftes Verständnis auch dann durch diese virtuelle Präsenz dann erreicht haben. Ja. Und diese virtuelle Präsenz hat dann ganz klassisch, die haben wir gemacht mit Zoom, ja, und Breakout Rooms. Und es gab da sehr viel Live-Feedback und Live-Coaching. Und es hat eine Aufgabe gegeben, das finde ich sehr wichtig, bei der es wirklich notwendig war, dass man in der Gruppe arbeitet. Ja. Also das ist nicht der Gruppenarbeit willen gewesen, wie das manchmal irgendwie so das Gefühl ist in solchen didaktischen Settings. Ja. Und da wurde auch erkannt, was der Mehrwert ist, wenn man sich dann die gegenseitig evaluiert. Ja? Also das war aber komplett gekoppelt an diese Aufgabenstellung, die das notwendig gemacht hat und sinnvoll gemacht hat. Ja? Also ich denke, die Online-Tools und die Online-Lehre, die hängt doch davon ab, wie die Qualität der Aufgabenstellung auch ist und wie das zusammenpasst mit den Tools. Und dann in der Nachphase ging es eben darum, dass man zeigt, wie man das anwenden kann, diese ganzen kognitiven Prozesse, die man davor schon geübt hat und dass man das in einem finalen Werkstück sozusagen zeigt. Und ja, da kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Was waren unsere Ergebnisse eigentlich bei der Anwendung im didaktischen Design dieses Modells, dieser Theorie der MST? Also zum einen haben wir die MST verbunden mit Anderson und Krathwohls Taxonomie kognitiver Prozesse, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, wo ich die kognitiven Prozesse angesprochen habe. Ja. Also das war so ein bisschen das war so ein erster Versuch. Ja. Und wir haben aber gemerkt, weil die Studierenden sollten das auch direkt anwenden, die wurden dieses Forschungsdesign direkt integriert sozusagen. Ja. Da gab es Probleme damit, was ist denn eigentlich ein Kommunikationsprozess? Ja, überhaupt in dem ganzen Lernprozess ist ein Kahoot auch ein Kommunizieren? Oder wenn ich ein Skriptum teile, ist das auch Kommunizieren? Wie ist das einzuordnen? Welche Struktureigenschaften hat das? Zum anderen, was halt ein Vorteil war, man konnte die Anforderungen an das Tool extrem gut explizieren. Es war ein guter Anlass, um diese Anforderungen, die es braucht, an digitale Werkzeuge zu explizieren. Aber wenn man das komplett durchdekliniert, das erste Mal mit der MST und den kognitiven Prozessen, dann ist das ein extrem hoher Detailgrad, eine sehr hohe Komplexität, sehr anstrengend auch. Ja. Das ist ja, gutes Gehirnjogging, sage ich jetzt einmal. Aber wenn man das einmal internalisiert hat, macht man das quasi dann automatisch und das trägt dann sehr viel bei, dass man quasi dieses implizite Wissen aufbaut, wie man Online-Lehre gestalten kann. Ein Problem war, dass nicht alle Aktivitäten, also ein Problem ist immer so, ja, nicht alle Aktivitäten im Lernprozess sind antizipierbar.
Ja? Sprich, es braucht bis zu einem gewissen Grad eine agile Entwicklung. Dass man so ein bisschen die Lessons learned. Ja? Und jetzt haben wir so ein paar Fragen uns schon auch überlegt, was man dann jetzt in so einem Diskussionssetting später sich überlegen kann. Was ist denn eigentlich alles ein Kommunikationsprozess? Ist der Kahoot auch ein Kommunikationsprozess? Welche Prozesse sind asynchron? Welche Prozesse laufen synchron ab? Wieso müssen die synchron ablaufen? Und während Covid-19, was haben Sie bemerkt? Welche Kommunikationsprozesse haben sich da etabliert online? Andere vielleicht als wieder vor. Und das wäre es dann schon eigentlich von unserer Seite. Ich sage vielen Dank und ich werde nachher noch die Links teilen.